Was macht eigentlich so ein Schiedsrichter in der Halbzeitpause? Er pflegt das Protokoll. Also es muss ja geführt werden. Es muss kontrolliert werden, ob genügend Einträge da sind, also Striche für die Tore, ob alle Strafen da sind, ob die Spielpässe sind, die im Vorfeld kontrolliert wurden, ob vielleicht noch ein Spieler zugetragen wurde oder ähnliches. Das muss alles kontrolliert werden in der Halbzeit. Und jetzt hat der Spieler fortgesetzt und da ist auch das erste Tor in der zweiten Hälfte, erzielt durch Katrin Hilgert. 15:8. Und da waren sie ein wenig zu schnell über die Mittellinie. Der Anwurf muss noch einmal ausgeführt werden. Und dann wollen wir mal gucken, was sich bei Perleberg jetzt in der Halbzeit verändert hat, was der Trainer seinen Spielerinnen mit auf den Weg gegeben hat, dass sie nicht ganz so passiv sind wie in der ersten Hälfte. Also das wäre jetzt zumindest mein Einfall gewesen. Na, wir sind mal gespannt, ob sich die Spielweise tatsächlich auch ändert. Das heißt ja nur nicht, weil der Trainer was gesagt hat, dass die Spieler das auch unbedingt machen, ne? Ja, die Spieler haben immer so ein ganz das Eigenleben. Ist aber erstmal der 7 Meter vorbeigeworfen für Perleberg von Sandra Böttcher. Die Spieler sind ja leider nicht so. Hören ja nicht immer auf den Trainer. Wenn sie immer auf den Trainer hören, wäre ja alles gut. So heißt es. Ja, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Trainer, der dann sagte, man muss von außen immer unten oder oben werfen oder als Aufsetzer. Das sagt er seinen Spielern 100 Mal und habe ihn gefragt, ob er das als Spieler dann auch umgesetzt hat. Sagt er eher nicht. Geht dir das genauso? Ja, es ist schwierig. Man weiß das als Spieler im Endeffekt alles selber. Man spielt lang genug Handball, um es zu wissen. Aber aus der Situation, manchmal ist man, man wirft so schnell, weil der Arm vom Gegenspieler kommt schon oder der Ball ist glatt oder klebt ganz doll oder irgendwelche Situationen, die das unmöglich machen, dann darauf zu reagieren. Man ärgert sich ja als Spieler dann auch selber, dass man so blöd war und halt dreimal halbe Höhe geworfen hat, aber manchmal hilft es, wenn der Trainer das dann noch ein viertes Mal gesagt hat und dann wirft man dann tatsächlich mal nach oben oder so. Jetzt haben wir noch mal einen Einläufer hier gesehen. Welchen Vorteil haben Linkshänder beim Handball? Linkshänder haben zum einen den Vorteil, dass sie, wenn sie von rechts außen werfen, einen besseren Winkel haben, weil der Wurfarm ja weiter in Richtung Spielfeldmitte zeigt. Und es ist für den Torhüter eine sehr ungewohnte Körperhaltung beim Wurf, weil es sehr seitenverkehrt ist. Das bringt manchmal dann auch die Abwehr etwas durcheinander, weil einfach das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart genau andersrum sein muss als beim Rechtshänder. Jetzt haben wir es klasse gesehen, Theresia Meissner, die Bonnie Lenz auf der Außenseite frei spielt und die den Ball dann auch sicher versenkt zum 16:8. Brunschke wieder aus dem Hohlkreuz abgeschlossen, am Tor vorbei diesmal. Und wieder der Pass an den Kreis von außen, jetzt mal wieder als Kombination gespielt, an den Kreis zu Katrin Hilgert zum 17:8. Das sieht spielerisch doch jetzt schon etwas stärker aus bei Grün-Weiß-Schwerin. Und immer noch recht wenig Einfälle auf der anderen Seite. Ja, das liegt sicherlich an dem Unterschied in der Spielklasse und an der Übung. Ich vermute einfach mal, dass die Perleberger nicht so oft trainieren und das macht dann schon einen gewissen Unterschied aus. Auch wenn sie jetzt hier erfolgreich sind, Caroline Gruschke mit dem 9. Treffer für Perleberg und Dube scheitert am Torhüter.
Das war ein recht einfaches Spiel jetzt. Theresia Meißner auf Stefanie Dube zum 18:9. Das wirkt sehr, sehr passiv doch, was die Abwehr da jetzt tut. Geht keiner wirklich davor, keiner wirklich ran an den Einläufer. Keine Chance. Ja, das heißt ja dann auch, man soll sich nicht unbedingt am Kreisläufer festhalten, aber man sollte ihn zumindest übergeben und übernehmen können. Das heißt, wenn er da zwischen zwei Spielern steht, dann muss man seinem Nebenmann halt auch Bescheid sagen, dass er da steht, dass er reagieren kann. Das war eben, also da war keine Kommunikation zwischen den beiden Spielern. Auf der anderen Seite etwas besser, Cindy Wagner mit dem hinten Treffer. Pelleberg gibt da den Ball wieder weg und der Konter für Schwerin läuft. Und da wird auch um den Ball gekämpft. Bonnie Lenz kann sich den Ball holen. Und so gibt es Freiwurf für Schwerin. Doppelpass und festgemacht. Und jetzt gibt es 7 Meter. Weil die Abwehrspielerin im Kreis stand und von hinten geklammert hat. Also es ist eine Kombination diesmal gewesen. Aber es wäre ansonsten eine klare Toregelegenheit gewesen. Und jetzt Bonnie Lenz am 7-Meter Strich und versenkt unten, nicht nur halb hoch, links zum 19:10. Der Ball nach außen, etwas zu spitz der Winkel, da an für Annika Konz. Und auf der anderen Seite ebenfalls sehr spitzer Winkel. Ja, der Konter ist eben vor allen Dingen schief gelaufen, weil diese Struktur, die wir erläutert hatten mit der ersten Wende und zweiten Wende, war gerade gar nicht vorhanden. Da sind alle gelaufen, dann sind alle auf einer Höhe und das ist im Zuspielweg dann etwas schwierig, sich da anzuspielen. Das war gut durchgesetzt. Da von Cindy Wagner, das gibt es noch eine 2-Minuten-Strafe gegen Annika Kunz. Sowie 7 Meter für Perleberg. Also ich nehme mal an, dass dann Schritte oder Kreis gestanden hat, deswegen das Tor nicht zählte. Ja, sowas. Und Cindy Wagner scheitert zweimal an Laura Fischer. Und damit bleiben wir unser Motto heute treu. 7 Meter sind nicht unbedingt das Freund des Angreifers. Ja, man hat wieder mal gesehen, halbe Höhe war natürlich super gehalten, aber halbe Höhe, das sollte man eben nicht werfen. Also ich glaube, die lassen unseren Bericht, sie schneiden so diese halbe Höhe, schneiden sie raus und lassen es als Dauerschleife in der Kabine laufen. Es hilft aber allen Handballern, glaube ich, weil das ist ein allgemeines Problem, es ist jetzt nicht nur hier so. Und jetzt gibt es Abwurf, Spielerin durch den Kreis gelaufen, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Und sich damit einen Vorteil verschafft und das wird abgepfiffen. Und jetzt schwacher Pass, nicht gefangen, Fuß. Ballbesitzwechsel. Da hat man jetzt eben, hört man vom Perleberger Trainer sehr schön gerade, auf Lücke stoßen und der nächste auf Lücke stoßen. Also dieses Positionsspiel, was du vorhin schon beschrieben hattest. Ja, natürlich. Wenn man nun nicht so die individuellen Shooter hat, dann muss man miteinander spielen und das ist der einfachste Weg. Weil es ist eine Kettenreaktion im Endeffekt. Wenn man das durchsetzt, dann bleibt immer irgendwo ein Spieler, der frei ist.
Und jetzt haben wir schön gestellt für Cindy Wagner, die den Sprungwurf dann auch verwandelt und von außen Dube mit dem 20. Treffer für Grün-Weiß-Schwerin. Da hat Perleberg jetzt so viel gearbeitet für diesen einen Treffer und dann kommt eine lange Ball nach vorne und dann ist er drin. Da macht man sich seine Arbeit zunichte, wenn man nicht schnell genug zurückkommt. Das ist wohl richtig, ja. Also das Rückzugsverhalten ist im Moment nicht so gut, aber ich glaube, es ist eine Kraftfrage im Moment. Und da sehen wir wieder der lange Ball vom Torwart auf Dube. Drin 21-11 und jetzt haben wir ein ähnliches Phänomen, was wir im Spiel davor schon haben, ein leichtes Resignieren beim Gegner. Ich denke, es ist Resignieren, aber eigentlich die Kraft ist nicht mehr da. Man sieht, dass Spielerinnen stehen K.O. Das liegt natürlich an der dünnen Personaldecke. Das wird natürlich, wenn jetzt der Erfolg da wäre, würde es ein bisschen anders aussehen, aber es ist schon schwierig, über die Zeit das so zu halten. Und der war nicht drinne. So entschieden vom Schiedsrichter. Das war dieser dritte Ball dieser Art, wo man Fußball Wembley zu sagen würde, der dann nicht drinne war. Und jetzt gibt es 2 Minuten und 7 Meter. Ja, also zu dem vermeintlichen Tor eben, das ist kein Tor. Der Schiedsrichter steht ja nun genau neben dem Tor. Der Ball muss die Linie komplett überschritten haben, sonst ist es kein Tor. So, und Theresia Meissner geht nun an den 7-Meter-Strich. Und halbe Höhe und gehalten, würde ich sagen. Ja, sehr gut gehalten vom Torwart. Wie zu erwarten war eigentlich, ne? So, jetzt sehen wir ein etwas Interessantes. Und zwar eine Spielerin mit einem Leibchen über dem Trikot. Was soll das? In diesem Fall wird der Trainer von Schwerin seine Torhüterin rausnehmen und eine Feldspielerin ins Tor stellen. Aber eigentlich nur im Angriff macht man das, um ein Überzahlverhältnis zu schaffen. Weil natürlich kann ein Torhüter auch ein Tor werfen. Es ist natürlich sehr gefährlich, wenn der Torhüter im Angriff ist und die abwehrende Mannschaft den Ball kriegt, ist das Tor natürlich leer. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Kann auch ein Torhüter an sich, eine Torhüterin an sich in den Angriff sich mit einschalten? Jeder Spieler kann das, sobald der Torhüter den 6-Meter-Strafraumkreis da.